Wie geht es jetzt weiter für die Aktienmärkte? Gibt es vielleicht da sogar Lektionen aus der Geschichte? Das ist die Frage, meine Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen zum Ausblick auf das, was jetzt vielleicht kommt, was heute kommt, was in den nächsten Tagen und Wochen kommt. Und wie Sie vielleicht wissen, stamme ich ja aus der Zunft der Historiker. Das, was mich an Geschichte am meisten interessiert hat, war immer, dass man im Prinzip hier Strukturen sieht, die ja nicht plötzlich aufhören, sondern die sich fortsetzen. Das heißt, wer in die Vergangenheit blickt, der hat vielleicht auch einen besseren Blick für das, was in der Zukunft kommen kann. Eben weil die Strukturen teilweise weiterwirken, weil solche Dinge nicht plötzlich ausradiert werden, sondern sich irgendwo fortsetzen. Und weil Menschen in ähnlichen Situationen sich ähnlich verhalten. Auch das ist eine Lehre aus der Geschichte. Dementsprechend kann man vielleicht bestimmte Muster erkennen, die zeigen, was da der Fall ist. Schauen wir uns vielleicht gleich mal ein Muster an, das aus dem Jahr 2011 stammt, damals die Euro-Krise. Und hier sehen wir diese drei Monate zwischen August und Oktober 2011 mit einem Marktabverkauf. Euro-Krise, damals wirklich die Gefahr, dass die Eurozone auseinanderfällt mit dann wirtschaftlichem Totalchaos. Rauf, runter nach diesem heftigen Abverkauf, und wir haben ja jetzt auch wieder einen heftigen Abverkauf erlebt, Bums, 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 und es kam dann nochmal im Oktober ein neues Tief, bevor es dann nach oben ging, bevor sich dann der Markt stabilisiert hatte. Vielleicht können wir das mit dieser Euro-Krise vergleichen, diese Panik, die derzeit besteht, und wenn dieses Muster sich so einigermaßen wiederholt aus 2011, dann würde das bedeuten, dass wir wahrscheinlich im April nochmal ein neues Tief machen, um dann sozusagen wieder sich und dann die Märkte sich eben wieder stabilisieren. Das wäre das Muster aus der Vergangenheit. Schauen wir uns mal ein paar andere Kennziffern an. Wir haben ja gestern wieder extreme Märkte gesehen. Wir waren am Montag fast 1300 Punkte im Plus. Wir sind dann am Dienstag fast 800 Punkte gefallen. Gestern waren wir wieder fast 1300 Punkte im Plus. Jetzt sehen wir, was passiert eigentlich hier mit, wenn zwei aufeinander oder wenn innerhalb von drei Tagen 4% Gewinne bei den Indizes wie dem Dow Jones der Fall ist. Und dann sehen wir, das ist teilweise sehr unterschiedlich. Im Jahr 2011 war die Performance dann in den nächsten 5 bis 30 Tagen negativ. Im Jahr 2009 war es positiv. Da war dann praktisch die ganze Geschichte vorbei. Insgesamt ist die Performance sehr, sehr gemischt. Das heißt, da ist es schwierig, ein bisschen Safte draus zu ziehen für weitere Erkenntnisse. Aber wir sehen, dass jetzt hier die realisierte Volatilität eben genauso hoch ist wie im Jahr 2011. Hier sehen wir das. Wir haben also hier auch ein Muster, das sich ähnelt. Die Märkte übrigens verlangen jetzt von der Fed 0,43 weitere Senkungsschritte, also um 0,43%. Das sind ja die Fed Fund Futures, die das hier einpreisen. Also mindestens im März muss einer her. Vielleicht muss sogar ein großer Schritt nochmal her. So sagen die Märkte. Die Fed ist da vielleicht noch nicht so weit, nachdem sie 0,5% gesenkt hat. Gestern ja James Ballard mit Aussagen, ja, wir haben das sozusagen als Sicherheitsschritt gemacht, als Vorsichtsmaßnahme. Ob man jetzt gleich wieder reinstiefelt, das ist eben die große Frage, und da besteht vielleicht auch ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Schauen wir uns mal hier die Geschichte an, was da gestern passiert ist. Da sehen wir, dass wir zwar manche Sektoren deutlich im Plus haben, aber wir haben auch viele Sektoren, die im Minus sind. Gestern an der Wall Street, überraschend eigentlich bei einem Markt, der weit über 4% steigt, könnte man erwarten, breite Rallye, läuft alles mit, aber nein, ist nicht so. Was halt gut läuft, war gestern Gesundheitssektor nach dem Sieg von Joe Biden. Was nicht gut läuft, ist nach wie vor Reise, Tourismus, Hotels, all diese Dinge, Oil. Also da sehen wir, da wird es sehr ausdifferenziert. Und jetzt ist eben die Frage auch historisch wieder, wie geht es weiter nach einem großen Zinsschritt der Fed? Das hatten wir zuletzt im Oktober, Anfang Oktober 2008. Nach einer Woche waren die Märkte 8,9% im Minus, nach 6 Monaten 17,2, aber nach einem Jahr dann wieder 7% sogar im Plus. Also wir sehen, dass insgesamt durchschnittlich bei einer Senkung von 0,5% die nächste Woche dann positiv ist mit 2,8% plus, aber nach 6 Monaten dann minus 4,3% durchschnittlich und nach einem Jahr minus 9,2% durchschnittlich. Es ist schwierig, in solchen Zeiten sich zu orientieren. Startet jetzt die Katastrophenrallye, hatte ich getitelt, startet der Bärenmarkt. Wahrscheinlich sind wir dabei, uns jetzt in dieser Fragestellung zwischen diesen Polen auseinanderzuhangeln. Mal praktisch Katastrophenhosse, dann Bärenmarkt. Das ist sozusagen die Schwierigkeit jetzt,
mit der man umzugehen hat. Wir sehen auf der anderen Seite, wenn wir hier diese Bewegung sehen, dass wir jetzt so eine Art Untertassenformation gebildet haben mit Ziel. Erstes Ziel haben wir eigentlich angelaufen, 3123, das ist hier der S&P und das ist genau das 50% Retracement hier dieses Abverkaufs. Im besten Fall könnten wir jetzt kurzfristig noch bis 3260 bis 3330 laufen. Das wäre dann praktisch die Schließung der unteren oder der oberen Gap-Kante, seit es hier bergab geht. Dass es gestern dann massiv nach oben gegangen ist, ist vielleicht gar nicht so fürchterlich erstaunlich. Das wollte ich nicht zeigen. Wo habe ich diese wunderbare Grafik, die ich Ihnen zeigen wollte? Jedenfalls sehen wir, dass jetzt die Dinge ein bisschen wieder sich dramatisieren. Wir haben negative US-Futures, weil Kalifornien praktisch jetzt den Notstand ausgerufen hat, nachdem in Kalifornien jetzt sehr, sehr viele Fälle der Fall sind. Microsoft hat jetzt den Mitarbeitern gesagt, verreist nicht bis Ende März. Das ist sozusagen jetzt das, was die Märkte so ein bisschen belastet. Wir haben Südkorea 438 Fälle. Wir haben 5 neue Fälle in New York. Wir sehen insgesamt, dass noch nach wie vor zu wenige Tests durchgeführt werden in den USA. Aber das, was jetzt an Infizierungen der Fall ist, das ist doch schon relativ stark. Das muss man sagen. Vielleicht schauen wir uns mal The Charts an, das wollte ich Ihnen hier noch zeigen. Das ist eben der Grund vielleicht, warum gestern diese Rallye passiert ist. Wir haben nämlich jetzt die Situation gehabt, dass weniger als 10% der US-Aktien im S&P 500 über ihrem 10-Tages-Durchschnitt gehandelt haben. Das gab es zuletzt in 4 Fällen und bei allen 4 Fällen ist es dann am nächsten Tag, also der gestrige Tag, zu einer starken Rallye gekommen. 100% Wahrscheinlichkeit und hier sehen wir, dass auch jetzt das Short Interest nach oben gegangen ist im Spider, also im maßgeblichen S&P 500 ETF. Das heißt, jetzt beginnen die Absicherungen. Jetzt hat man kapiert, okay, die Sache ist ein bisschen kritischer. Vorher war ja niemand abgesichert. Wir hatten praktisch keine Puts, wir hatten keine Short, kein wirklich nachhaltiges Short-Volumen bei S&P Short-Kontrakten etwa auf den Spider. Schauen wir uns jetzt mal die Charts an und gucken, was da der Fall ist. Was wir hier sehen, ist jetzt der Nasdaq 100 im Tageschart von Capital.com. Wir sehen hier diesen Absturz, dann die Erholung. Jetzt haben wir hier so ein Cluster gebildet und oben ein Cluster, wo wir versucht haben, drüber rauszulaufen. Widerstand oben, die 9000er-Marke jetzt im Nasdaq. Da sind wir hingelaufen, als die Zinssenkung war. Dann kam das Erschrecken, oh, was weiß die Fed, was wir nicht wissen, warum senkt sie so stark die Zinsen. Dann die Sorge über einen Sieg von Bernie Sanders, auch das ist scheinbar erstmal vom Tisch, deswegen diese Beruhigung. Aber jetzt eben wieder neue schlechte Nachrichten von der Corona-Front, das stützt die These, dass wir wahrscheinlich erstmal so einen stark impulsiven Markt sehen, der runter geht, rauf geht. Eigentlich ein Trader-Markt, bevor wir dann vielleicht im April nochmal ein neues Tief machen und dann nach oben gehen. 3095 hier der S&P 500, der DAX, der nicht so stark hossiert hat, der diese Rallyes nicht in der Form mitgemacht hat wie die Wall Street. 12.200 Punkte, wir sehen Euro-Dollar aktuell bei 1,1134, das ist jetzt so eine Seitwärtsgeschichte geworden. Gold 1639 und das amerikanische Crude Oil unter dem Eindruck der heute beginnenden OPEC-Sitzung. 47,47, Kürzung, ja, nein, bla bla, man steckt nicht drin. Also, das ist die Lage. Wahrscheinlich werden wir jetzt nach wie vor impulsive, angstgetriebene, hoffnungsgetriebene Märkte sehen, die sozusagen einmal die Katastrophe einpreisen, einmal sagen, ist alles nicht so schlimm, wir haben massig Liquidität. Das ist natürlich ein Faktor, der vielleicht den richtigen Absturz verhindert, diese massive Liquidität, die reingepumpt wird. Nächste Woche EZB, dann kommt Bank of England. Möglich sind eben auch Strukturmaßnahmen, fiskalische Maßnahmen durch die Staaten etc. etc. Das ist die Gemengelage, wie sie sich derzeit darstellt. Ich wünsche einen wunderbaren Start in den Tag und sage Servus und Ciao.